Hallo und herzlich willkommen zurück zum 16. Part von Let's Play 4.2. Warum steht die Sau? Oh Penner, du machst es mir immer so schwer. Ich hab hier einen Schatten gesehen, oder? Doch, hab ich. Kurz nachladen, bevor es weitergeht. Ich wollte sagen, du kannst eigentlich auch wieder hochgehen, ne? Ich wollte nur sagen. Und jetzt? Ah, klappt. Tja, wozu bin ich jetzt bitte hier? Schwein. Da soll ich Elektro rein. Ach, da hinten bist du. Du kleiner Penner. Ich frag mich, ob ich am besten hinkomme. Oh. Boah, ey, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Da ist ja noch einer. Mal rennst du lang. Nein! Ah! Schwinde, Junge! Los, geh hoch! Schnell! Boah, hab ich da keinen Bock mehr auf die Säcke. Boah, Junge. Und zum Stück. Ah. Ah! Verpiss dich! Blöden Schweine, ah! Wo ist denn einer? Ich muss ja verpissen, Junge! Noch einer oder was? Boah, geht die auf den Nerv! Schon war da noch so ein. Ich wusste das. Selbstschuss! 16. Patronen hab ich noch. Scheiß hier, Alter. Ich hab ganz sicher einen Grund dafür, warum deine rumsteht, jetzt mal ehrlich. Oh ja, das kenne ich noch.
Haben wir hier noch welche? Endlich! Ah. Ich war gerade sehr, sehr leise. Tut mir leid. Bin ich im Moment überhaupt, weil ich lange nicht mehr Let's Played habe. Right after she gave birth to the first prototype, she was 15. And the second prototype. She didn't like them taking her babies away from her. A few years after that, they decided she was becoming too dangerous. When they realized she was influencing the second prototype's actions, even though she was completely unconscious and locked away deep underground in that telepathic suppression field. So they turned off her life support and sealed up the facility. Just left her to drown in amniotic fluid in that miserable little tank she'd been floating in since she was a little girl. Well, her heart shut down, but her psychic signature didn't. Not many people can just refuse to die. Harlan Wade was right. We make our own monsters, and they come back to haunt us. Now arriving at Still Island facility. Please exercise caution with disembarking from the train. Boah, einmal du blöde. Einmal du blöde Schlampe.
Nee, da geht's auch nicht lang. Ich weiß nicht, auf welcher Seite ich da lang. Verpiss dich doch von mir! Aha. Ich mach mal pissen hier! Hunde müssen draußen bleiben, Alma! Boah! Jetzt kommt Intervall 08! Hoff ich doch! Eigentlich müsste er jetzt kommen. Bin mir aber nicht sicher. Immer noch nicht. Geht dort in Intervall 08? Ich bin gerade überfragt. Oh, ich bin schon da. Das war einmal Spielplatz. La la la. You can court martial me if we come out of this alive. Beckett, I sure hope you're close. Diese Gegner sind also nervig. Oh. Oh, hier bin ich schon. Stirb, Junge! Gib mir auf den Sack! Digga, ich bin da. God damn, Beckett. You were a bad motherfucker, I'll tell you that. I am a bad motherfucker. Junge, ich bin a bad motherfucker. Häng fest. Right through here. Damn it. Hey, Stokes. The panel must have taken a hit in the fight. Can you open this door from where you are? Scheiße, Scheiße. Okay. Stokes, make it quick. Looks like we've got some late arrivals to the party.
eigentlich normalerweise rein? Ah ja, aber erst später, glaube ich. Sag ich doch. Schöne Musik. Ayo, so gib der Shit ab hier. Bam, 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 bam. Das macht doch Spaß. Komm her, du Schwein. Endlich. Stay there and cover our asses. I don't want any surprises. Understood, Lieutenant. Hey, Beckett. Good luck, man. Danke. In Survival 7, da ist er doch endlich. Okay, ich bin jetzt aber hier den Part. Tschüss, schon mal wiedersehen.